Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Armored Warfare auf meinem YouTube-Kanal. Wir spielen heute den MBT 70, immer noch mein Liebling. Ich finde, der sieht einfach ziemlich sweet aus. Wir befinden uns auf der Operation Rolling Thunder und ich würde mal sagen, hier rollen wir mal drüber mit unserem doch relativ dicken Rohr. Die Spawns sind ja random nach dem neuesten Update und deshalb werden wir jetzt schon mal nach vorne fahren. Und uns gleich hier vorne hinter der Brücke verpieseln. Hier so. Den Busch finde ich gut. Black Company, if you're interested in picking up some extra cash, take out those signal jammers. Machen wir. We can't broadcast anything to civilians with those things up. Nein, alles gut. So, wie gesagt, lass mich nicht ausreden. Ja, ich mag den MBT-70, hatte ich ja schon mal erwähnt. Vor allem, den habe ich auch schon mal live gesehen in Munster. Und der kann einiges. So, da ist, wir schießen noch den unten. 600 Damage. Deswegen mag ich den. Weil wir eine 152mm Kanone haben, die auch Raketen verschießen kann. Ich weiß, was das machen wir gleich mal nach dem nächsten Schuss. Erstmal kriegt er da oben nochmal einen in den Turm reingeückelt. Yo. Die Raketen machen tatsächlich weniger Schaden als meine Heat-Munition. Dafür haben sie die Penetration von, weiß ich nicht, ja. Die gehen wie ein heißes Messer durch Butter. Das trifft's ganz gut. So, du da hinten. Das ist ein Wiesel. Das habe ich niemals. Ach komm, machen wir trotzdem. Schade, zu langsam. Ist überlebt. Egal. Wir laden noch eine Rakete nach. Jetzt, weil mit dem Ding, die Nachladeart zu wechseln, ist immer ein bisschen doof. Das dauert nämlich immer super lange. Ich glaube, der hat Explosive Reactive Armor, deswegen ziehen wir auf den Turm. Ja. No Penetration. Ja. Hat leider Explosive Reactive Armor. Macht ja nichts, bleiben wir bei Heat. Wäre auch nicht durchgekommen. By the way. So, hier ist immer noch irgendwie. Lol, what the fuck war das denn, Alter? Das war da auch der Baum auf Doom, ne? Schade, den sehe ich jetzt nicht von hier aus. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht können wir hier einen Ticken hochgondeln wieder. Ja, perfekt. Sehr schön. Den kriegen die denn geknackt oder muss ich da helfen kommen? Muss Papa da mal rüberkommen, damit ich euch helfen kann? Ne, wahrscheinlich muss Papa da mal rüberkommen. Weil die haben doch einen Centauro, oder? Der hat doch jede Menge Penetration. Alter, hat er gerade viel Damage bekommen. Ich sehe den halt leider nicht, ne? Das ist echt ein bisschen. Okay, er ist schon tot. Sehr schön. That would have been a strategic. Ja, das ist schön, dass sie ihn nicht gecaptured haben. So. Wir werfen jetzt unseren alten Olomodo hier mal an und tuckern hier mal rüber. Zum nächsten Punkt. Ich meine, das ist auch so schön im MBT-70. Der ist so schnell. Und der hat Panzerung. Und der hat eine geile Kanone. Oder sagt dafür ein halbes Jahr Reload. Also ist ja echt so. Da kannst du Ostern feiern und bist schon fast wieder bei Weihnachten und dann hat er nachgeladen. So ist das in etwa. So, hier hat ein Bus und ein LKW einen Unfall gebaut. Das ist auch unverantwortungsmäßig. Ja, das ist deutsch. Unverantwortungsbewusst. Verantwortungsvoll. What the fuck? Ihr hört mir. Ihr habt das nie gehört. Dieser Satz gerade hat nicht akzeptiert. Ja. Facepalm. Dieser Satz hat gerade nicht existiert. So. Ich ohne jetzt linguistische Schwierigkeiten. Sprich, Sprachbildungsschwierigkeiten. Das trifft's ganz gut, ne? Oh nein, warum musst du da sein? Jetzt habe ich schon auf APFSDS gewechselt. Wechseln wir nachher wieder auf Heat. Scheiß Terminator, ey. Mit ihrer scheiß Explosive Reactive Armor. Boom, 500 Damage für dich. Und Overmatch, das wäre normalerweise noch mehr Schaden gewesen. Und wir haben gut eingedreht, so ist das Stingray an uns abgeprallt. Aber er wird nochmal zu einem Schuss kommen vorher. Deswegen ein bisschen schräg und er prallt ab. Sehr schön. Komm, wir drücken ihn weg jetzt. Plöpp. Da sind Plöpp gemacht und da war er weg. So, den Bradley rammen wir jetzt. Lol. Hat der Chief dann aber mal einmal abgedrückt, sag ich mal. Weg ist er. Was haben wir denn da noch? Noch ein Schiefstein. Da können wir auch noch bei Heat bleiben. Der hat auch keine Explosive Reactive Armor. Der hat nur sehr viel Armor. Das hier ist tatsächlich ein bisschen scheiße gelöst, weil hier vorne ist gleich die Map Border. Und ich kann hier nicht rüberfahren. Das gleiche gilt. Aber das Ding ist, Arti kann da nicht rüber schießen. Das heißt, dass jetzt unsere Artillerie den gar nicht beschießen kann. Und das ist halt irgendwie echt ein bisschen doof gelöst. So, ein bisschen ganz kurz warten, bis er weiterfährt. Jo. Unser Chieftain, das ist tatsächlich auch ein guter Panzer. Macht Spaß zu spielen. Ich habe den ja selber auch gehabt. Habe ihn verkauft, damit ich mir den Challenger bald mal leisten kann. Wobei erstmal kommt der Leopard 2, weil ich weiß, ihr wollt den Leopard 2 sehen. Und das werdet ihr vielleicht heute Abend sogar noch, wenn ich noch genug Geld erspiele. Denn mir fehlen noch 1,5 Millionen. Mal schauen. Also mit heute Abend meine ich natürlich nicht heute, sondern in einem der folgenden Let's Plays.
Denn ich versuche gerade so viel Armored Warfare aufzunehmen, damit ich mindestens alle 2 Tage eine Folge hochladen kann, weil das ist im Endeffekt für euch ja auch schön und ja, das ist momentan halt das Panzerspiel, das mir am meisten Spaß macht. Sollte das wieder zu WoT oder Warfunder wechseln, werde ich euch das A mitteilen und dann werdet ihr davon ein bisschen mehr bekommen. Bitteschön! Und gebounced. Haben wir überhaupt schon Schaden bekommen? Ach, fick dich! Ich hatte vorher noch keinen Damage, dann geht's. Aber wir stehen auch nicht ganz so gut. Man darf die neuen Panzer ja nicht ganz so doll anwinkeln. Nachher dann haben wir. Gut. Tschüss. Vollgas. We are almost ready to strike back. Mich wundert das, warum sagt das immer ein Russe? Sind wir die Spetsnaz? Haben wir überhaupt einen russischen Panzer? Nee, ne? Nee. Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Centauro herkommt, aber wahrscheinlich nicht aus Russland. Klingt eher so italienisch oder sowas. Und die anderen beiden sind logischerweise Briten. Quatsch, der eine ist Brite, der Chieftain. Und die beiden Leos sind logischerweise deutsch und mein Panzer ist deutsch-amerikanisch. Ach ja. Ich stand mal vor jemandem im Panzermuseum in Munster und der, also mit meinem Vater, das ist auch schon ein bisschen her, 2012 oder so. Und er sagte dann so einer, der wieder so dachte, er wäre ultraschlau, zeigt auf den Panzer und sagt dann zu seinem, was war Sohn? Ich glaube, es war Sohn. Das hier ist der Panzer der Zukunft. Fand ich irgendwie witzig. Weil halt mit, weil da ganz fett dran steht, Prototyp in der Entwicklung des Leopard 2 Panzers. Beziehungsweise vor der Entwicklung des Leopard 2 Panzers. Ist eigentlich schon krass, dass zwischen dem Panzer und einem Tiger 2 nur 10 Jahre liegen, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. Oder 15, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall nicht so lange. Und das ist schon ein krasser Unterschied. Naja. Wieder auch nur Sachen, die hier Panzerinsatz betreffen. So, dreh dich jetzt allein, dreh dich. Oh, wow. Stingray, mit denen habe ich's heute. Yo. Der hat sich gelohnt, würde ich mal sagen. Diese Folge bringt auch wieder mit der Rauschsperre aktiviert, habe ich gar nicht gesagt. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was damit auf. Es klang gerade eben nicht schlecht in der Aufnahme, die ich mir angehört habe. Was ihr lieber mögt, das könnt ihr dann gerne mal in den Kommentaren da lassen. Das Ding ist nämlich, das spart für mich einige Zeit, weil ich das Video dann nicht großartig rendern brauche. Weil das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich gerendert habe. Weil im Endeffekt, what the fuck ist mit den Bäumen auf der Karte los? Weil im Endeffekt rauscht nun mal jedes Mikro ein kleines bisschen. Und ich habe nun mal schon ein Großmembranmikrofon, aber da ist ein bisschen Rauschen da. Und ja. Boom, Schakalaka. Ey, was war das denn? War das das Stingray? Ne, das war nicht das Stingray, wann klingt das denn so? Ah, da ist es, der Bergepanzer. Ah, ich krieg meine. Ernsthaft, du bleibst genau in der Sekunde stehen. Ne, scheiß drauf, ich krieg mal einer von dem Stingray ab. Ich hätte, würde gerne, genau. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen tollpatschig, muss ich zugeben. Ah, wir haben den Kill bekommen. Oh, dreh dich! So. Den hau ich mir jetzt aus der Straße, du, komm her. Ah! Geil, gar kein Ramdal Damage. 620 Damage. So, Ramschaden! Hat nicht gereicht. Genau die Hälfte an Leben haben wir ihm gemacht. Nochmal, komm. Ramschaden! Ja! Nice. Oh, wir sind nur zu dritt. Ich sollte nicht so rumspielen, glaube ich. Chieftain ist abgeprallt. Oder ne, Bergepanzer war's. Den muss ich rausnehmen, der ist definitiv die größere Gefahr. Schön, sehr gut, richtig gut, richtig gut gemacht. Ich habe gerade schon darüber nachgedacht, ob ich nochmal kurz eine Rakete laden sollte, aber dann dachte ich auch so, wenn hier jetzt noch mehr von den Begleitpanzern kommen, dann nutzt mir das gar nichts, weil die werde ich nicht treffen damit. Weil die halt viel zu schnell sind. Ram, Damage activated! Boom, hat nicht gereicht, schade. Ich lasse sie einfach gegen mich fahren. Das ist natürlich auch schön. So, nehmen wir den da hinten? Ja. Tschüss, weggedrückt hier, zack. BMP-2, da können wir auch nochmal mithelfen. Der hat fast kein Leben, du. Das, da lohnt ja meine Kugel fast gar nicht. Der ist doch schon besser da hinten. Ja, 448, 46, doch nicht so viel. Oh, wir haben, logisch, ja, weil wir keine Heat mehr haben. Ich möchte, dass die neuen jetzt nicht benutzen, das kostet wirklich nur viel Geld. Und das ist Schwachsinn. Dann die mal. Achso, war meine. Leute, ich hatte gerade meine Gun weg kaputt gewesen, weil ich irgendwie nicht schießen konnte. Aber es war einfach nur, weil das Match zu Ende war. So, jetzt machen die wieder Feuerwerk. Wie der Los Ferratos jetzt sagen würde, ich setze mich mal ganz kurz anders hin hier. Ach, das mache ich irgendwie auch in der zweiten Folge, ne? So. Manche Effekte sind echt schön, aber der Rauch sieht wieder voll ekelhaft aus. Naja, machst du nix. So. Wieder der ewig lange Loading Screen. Was aus. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt fahren. Was fahren wir denn am besten? Wir fahren dann was Kleines, mal gucken. Oder wir fahren den.
Ist also fallen selber mal, den XM8 hier. Ich nenne den immer nur XM8, aber er heißt ja gar nicht XM8. So, die kommt weg, wir nehmen einfach nur die mit. So, die richtige Munition, die ist die falsche, ne? Das ist die bessere. Nehmen wir doch die mit. Aber wir brauchen auch nicht so viel Munition davon. So, Consumables. Packen wir auch mal ein. Eher wegen unserem Leben. Und dann Mission PvE und Medium Contract. Schon wieder Rolling Thunder. Das ist doch alles nicht gut hier. Müssen wir Phalanx spielen, scheiße. Aber es ist halt ein Easy Contract, aber mit dem T3-Panzer sollte das auch nochmal erlaubt sein, glaube ich. Gönnen wir uns auf jeden Fall mal. Und es könnte nämlich sein, wie viel Erfahrung haben wir nicht gerade bekommen? 32.000! What the fuck? 32. Wie viel Damage haben wir eigentlich gemacht? Ach, jetzt habe ich da alles schon wieder weggedrückt. Ich bin einfach. Ja, gut. Ich denke hier mit, du das glaubst du ja auch nicht, wie ich hier mit denken tue. So, wunderbar. Kann man das natürlich nochmal da irgendwo sehen? Victory. Damage haben wir. 9000 Damage! Was geht ab? Ja, das war krass. 100.000. Könnte 208.000, fast 110.000. Target, Shooter und Bluestar. Cool. Finden wir hier echt keinen. Ach doch, jetzt haben wir Joining. Cool, das kann ich ja bewegen. Wusste ich gar nicht. Legen wir es mal dahin. Das ist schön. Da wohnt es jetzt. Da bleibt es jetzt leben. So, der XM8000T, 800T. Tatsächlich, man denkt so, das ist ja voll die Kröte, da machst du ja nichts mit, aber tatsächlich ist der ziemlich gut. Und wenn man den in einem Match richtig benutzt, ich meine, das ist scheiße, weil wir jetzt nur einen T4er haben und das ist auch noch eine Arty. Aber ich sag mal so, wie der XM800T, der wird regeln. Der wird einfach regeln. Der heißt übrigens nicht 800T, weil er 800 Tonnen wiegt. Oh, wer hätte das denn gedacht bei der Größe eines Smarts? Nein, nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum er so heißt. Wahrscheinlich einfach nur ein Projektname. Hier ist ein bisschen Fischei. Ist hier ein bisschen Fischei-mäßig die Kamera? Oh Gott, da kommt es so vor. Mag auch meine Imagination, meine Einbildungskraft sein. Ne, Illusion ist. Denkst du, ne? Vorstellungskraft? Egal. Auf jeden Fall haben wir Operation Phalanx, die ich jetzt auf Anhieb. Ach, das ist. Oh Gott. Da kommen wieder tiefe Erinnerungen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr mal das Best of 2 Stunden Armored Warfare gesehen habt. Da habe ich ja mit Joker und mit Nosferatu gespielt und da war das. Das war auch hier und da war Simba Mutombe, der Bossgegner, der MBT-70, der unser ganzes Team kaputt gemacht hat. Na, ja, lass mal das kommen. Wir laden mal kurz nach. Und wir sind noch nicht gespottet, das ist gut. Und deswegen stellen wir uns mal hier ganz kurz in die Kuhle rein. Zack, 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 zack. So, wird nichts mehr. Dann halt auf den M41. Ja, viel Durchschlag haben wir wirklich nicht. Aber wir sehen ja, wie der Damage hier runter tickt. Wow, ernsthaft? Ein Schuss? Komm. Den will ich auch noch haben jetzt hier. Dankeschön. Dann halt auf die Kommandoluke. Zack, wunderbar. Ah, mal eben kurz 2 Kills gemacht. Ah, ist tatsächlich nur ein M41, da habe ich nicht so eine Angst vor. Okay, wenn wir den besser sehen, dann schießen wir auch definitiv auf den BMP. Wir werden auch, wenn der tot ist, erstmal zurückfahren, weil wir dann nachladen und dann ist immer noch der M41. Vor allem, also wie gesagt, man darf halt echt kein Damage kriegen, wenn man da gerade links ist gespottet. Muss ich mal gucken, was das ist. Okay, hat er weggemacht. Zack, 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 zack. Wie so ein Tacker, das Ding. Macht nichts. Was da noch Effekt ist. So, dann gehen wir mal auf den da, wenn der schon mal steht. Ne, okay, ist schon tot. Ah, da, tack, 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 so. Was meine ich halt? 2000 Damage. Der Rest ist alles bei 400, 200, 600. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Frame Drops, ne? Finde ich frech. Nur mehr auf ihn zu schießen. Wow, jetzt habe ich nachgeladen, wo der gerade in Range kam. Weil es ja auch in Anführungsstrichen nur ein Patten. Fahren wir doch mal den anderen ein bisschen hinterher. Versuchen wir, ob wir aufschießen können. Das ist halt auch cool im Ding. Der ist so unglaublich schnell. Das ist teilweise schneller als die meisten Radpanzer. Jetzt. Hui, haben wir kurz rüber gehüpft. Ja, wir müssen wechseln. Ne, lassen wir lieber. Ist aber auch zu weit weg. Verlieren wir auch jede Menge Penetration. Der ist doch gar nicht mal tot gewesen, der Typ. So, jetzt aber. Nicht zu tief da rein. So. Jetzt aber hier hoch. Und dann könnt ihr auch haben, den Kill. Ist ja nicht so, als hätte ich zu wenig davon.
Gehen wir mal auf den PT-76, ja? Das war nur der Patton, den wir da... Amen! Boom! Ich glaube, ich muss nachladen, ne? Okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz so schlau, hier hinzufahren. Wir nutzen mal ganz kurz die 9, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Da habe ich einfach ein kleines Backup. So. Da ist der Scorpion. Einfach mal ganz fix versuchen, den wegzudrücken, bevor er... Ah, der hat viel Leben. Ich glaube, den kriegen wir nicht tot. Ah, sehr gut. Da wurde uns quasi gerade der Arsch gerettet. Und der Scorpion, das tut schon weh, wenn der einen trifft. Kann ich schon behaupten. Mit seiner kleinen Scheißhaubitze. M60 ist das, ne? Wir könnten vielleicht hinten durchkommen. Ja, tatsächlich kriegen wir ganz gut hin. Ich find's geil, dass ein Critical Damage einfach 2 Damage mehr ist. Okay, 4000 Damage, was geht ab? Und da kommt wieder Damage rein, du, ich sag dir aber. Ich immer automatisch nachlade nach jedem Schuss, wie bei irgendeinem Shooter, wo man automatisch R drückt dann. Ja, mein Schätzchen, schmeckt dir das? Schade. Ah, die Abbott da hinten sehen wir schon wenig richtig noch. Ne, ist hinter so einem. Hinter so einem Eisenbahnwaggon. Ladidu. Ladidu kurz im Auge kratzen, während ich fahre. Und deswegen kurz die Maus total verreißen. So, BMP1. Jo, einmal unsere komplette Salbe reingedrückt. Salbe, ja. So, ist auch weg. Gut, wurde mit Heat gefinished. Bam. Zack. Kill Nummer 7. Zack, 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 und weg ist er. Sind mal ein bisschen Suiciden gegangen. Geil, ich diese Vermischung aus Englisch und Deutsch. Denglisch. Entweder Suiciden oder Suiziden. Aber ist ja nichts passiert, wenn wir überlebt. So, wir müssen den Punkt noch capturen. Ich glaube, der getriggert wird das Ganze schon, deswegen standen ja gerade die Panzer drumherum, weil ich glaube, dann spawnen immer noch ein paar mehr, wenn man da das erste Mal reinfährt. Destotrotz werden wir uns einfach mal in den Cap stellen, so demonstrativ. Mit unserem kleinen Spritzen-Moped hier. Scheint ja tatsächlich nichts mehr zu spawnen hier. Seit wann sieht man in seine View-Range auf der Karte? Oder war das schon immer so? Oder bin ich einfach richtig Hardbrain AFK? Schreib's in die Kommentare. So. Bolzenkarre weg. Oh, ah ne, das ist ja noch immer noch da. Ich dachte, der wäre weg. Sagen wie so aus. Ladidu, da di du. Kann die explodieren oder können die das nicht? Ja, können die. Cool. Oh Gott, dass ich 2 Schüsse brauche dafür. Ne, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt durchcappen. Ich sehe das nicht ein, dass ich jetzt hier noch 6 Jahre warten muss, bis dann ein Gegner kommt. Ich dachte gar nicht, ich muss aus dem Cap raus. Das wäre auch live gewesen. So, den werdet ihr wohl tot kriegen da vorne. Ihr habt noch 10 Sekunden. Ich werde durchcappen, tut mir leid. Auch wenn das manchmal ein bisschen dubig ist, aber ich muss jetzt wegen einem Gegner nicht unbedingt. Darauf war okay, es sind 2. Egal, zu spät. Aber auch für 2 ist das nicht wert. Ich mag diese PvE-Missionen. Die sind wirklich gut. Wirklich, wirklich gut gemacht. So. Das ist gut, meine Bitrate gerade springt. Ich sehe das jetzt gerade mal so rechts bei OBS. 13.000, 20.000. Die ganze Zeit. Ja, wir sind durch mit der Runde. Mal gucken, was die ganz gemacht hat. Vielleicht haben wir den nächsten Panzer freigeschaltet. Vielleicht kaufen wir ihn sonst schon. Das ist nämlich der Sheridan. Oh nee, ich kaufe mir hier nichts. Wenn ich mir das kaufe, dann ist es der Leo 2, verdammt. Wir wollen einen Leo 2. Wir wollen ihn haben und wir wollen ihn auch im Let's Play sehen. Ich denke mal, das wollt ihr auch. Schreibt's in die Kommentare, ob ihr ihn haben wollt oder nicht, oder was ihr haben wollt und was nicht. Und schreibt's vor allem mal in die Kommentare, das würde mich interessieren, wie weit seid ihr denn schon in Armored Warfare? Wir haben tatsächlich eine Swingfire-Set, die kannst du behalten. Da wandle ich lieber noch ein bisschen Erfahrung um, bis ich die hab oder so, weiß ich nicht, die Sache nicht rollt. Genau, nachdem hier kann nämlich der Sherry dann, ne? Ne, auch nicht, wo war der denn? Hab ich wahrscheinlich wieder verkauft. Oder, wo ist er? Der Sherry dann, wo ist er denn? Der Sherry dann, der ist hier drüben, glaube ich. Ja, da ist er, ein Skorpion. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao, ciao.